We're ready to open the hospital at your command. You may also wish to bring in some of your consultants. They're raring to go. Und damit herzlich willkommen bei unserem Was ist Galactica Video. Vielen Dank an die Entwickler, die mir vor dem Release schon einen Key zur Verfügung gestellt haben, damit ich mit euch jetzt hier reinschauen kann. Und da wir in Galactica ein Krankenhaus bauen für Außerirdische, lasst uns doch direkt damit anfangen. Falls ihr euch wundert, so mit was kann man so vergleichen? Ich würde sagen, man kann es am besten vergleichen mit Two Point Hospital oder auch, und da gibt es auch ein paar Referenzen darauf, ein meiner Lieblingsspiele, und zwar Startopia. So, wir bauen einfach mal hier so einen Empfang hin. Bauen wir so ein Zentral. Ja, Shift einfach drehen. Bauen wir, glaube ich, doch Zentrale hin. Und zwar so, so. Bauen hier noch so einen Mülleimer zwischen. So. Gut, Empfangshalle schon mal da. Ich habe glücklicherweise auch schon mal ein paar. Vorgebaute Räume mit mir selber gebaut und gespeichert. Das ist das Coole. Man kann sie auch über die Level hinweg mitnehmen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. So, haben wir hier mal einen Diagnoseraum. Und wir fangen jetzt mal kleiner an und sagen jetzt nicht, dass wir. Falscher Button. Genau. Sagen jetzt nicht, dass wir gleich den nächsten haben wollen. Ja, eigentlich schon so rum, aber ich will, dass die Türe. Nein. Ups. Türe. Die sollte vielleicht in die Richtung zeigen. Ein bisschen besser. So. Genau. Bauen. Obwohl, wir könnten noch ein bisschen warten, bis sie uns die ganzen anderen. Also, ne, wie Tupin Hospital habt ihr verschiedene Krankheiten. Könnt ihr auch hier nochmal nachschauen. Ja, bricht es ab. In der Diagnose gehen wir nur unsere aktuellen. Sehen wir. Naja, vielleicht sehen wir auch gerade sonst nicht alle Krankheiten, wenn wir schon in-game sind. Ein bisschen unpraktisch ist. Aber ja. Gibt auf jeden Fall jede Menge Krankheiten. Wenn ich es richtig gesehen habe, aus den Achievements gelesen habe, dann gibt es da so irgendwie bis zu 50 verschiedene Krankheiten. Das heißt, ich habe einiges. Ah, ich habe mich schon gewundert, warum das dann nicht weitergehen will. Prior. Dann drehen wir das doch vielleicht um. Genau, das heißt, ganz schön viele verschiedene Sachen, die auch sehr humoristisch dargestellt werden. Also, ne, ist tatsächlich sehr, sehr Two-Point-mäßig in der Hinsicht. So, wir können außerdem hier verschiedene Dekorationen aufheben. Die Poster hier sind auch die man bekommen hat, nachdem man die einzelnen Level gespielt hat. Das heißt, wir können also abzählen, wie viele Level es geben wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, ja, okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht gibt es. Obwohl, vielleicht werden die noch nicht angezeigt. Bei mir fällt auf, glaube ich, an den Achievement stand drin, dass es 10 Level gibt oder so. Falls ich hier mich versprochen habe, werde ich vermutlich hier nochmal einblenden, die richtige Zahl. Damit wir hier keinen Stuss im Video erzählen. Oder dass wir zumindest unseren Stuss, den wir erzählen, regieren. Na, ihr sollt ja die True Facts hier mitbekommen. Genau, es gibt außerdem ganz, ganz verschiedene Deko-Artikel, die man sich dann auch, wie gesagt, freischalten kann. Weil jedes Mal, wenn man ein Level fertigstellt, das könnte ich mir jetzt auch mal speichern als Remake. Oh, I found the Debug Console. Ich habe anscheinend außersehen EÖ gedrückt, als ich geräumig eingeben wollte. Jetzt mir eigentlich auch denken können. So, speichern. By the way, hier dieser, dass der Button speichern nicht richtig aussieht, das ist schon gemeldet. Das heißt, es sollte dann auch hoffentlich demnächst TM bei denen ankommen. So, gut. Wir haben jetzt mal irgendwie
bei, also ne, Diagnose, um Leute, um festzustellen, was die Leute haben. Zwei Behandlungsräume. Das hier wird jetzt der Hauptraum jetzt vermutlich erstmal sein. Und da jetzt die Räume nicht recht schnell noch gebaut sind, weil ich sie ja schon vorbereitet habe, voll gut, könnten wir jetzt einfach sagen, wir bauen, na guck, hier so quasi so einen kleinen Wartebereich hin. So. Wartebereich. Und damit das auch schön aussieht und alle sich wohlfühlen, bauen wir ein bisschen Deko hin. Wir können das hier. Ich frage mich, ob er fahren kann. Nee, aber dafür müssten wir. Oh, warte mal. Es gibt Gleise. Es gibt keine Kurven. Das heißt, schätzungsweise. Wir bauen jetzt einfach mal hier so eine kleine Gleisstrecke hin. Hier ist ein Ende. Ja, nochmal. Das Ende. Sieht so hübsch aus. Nicht, ob er fahren kann. Hätte ich das so machen sollen. So, lange gedrückt halten, dann könnt ihr das aufheben. Ich wünschte mir ja noch so eine Copy-Funktion. Auf irgendwie mittlere Maustaste. Es gibt die Copy-Funktion, also wenn ihr jetzt irgendwie hier drauf klickt, dann könnt ihr das hier so kopieren. Und das ist dann halt schon ganz cool, aber ein einfaches Gleis. Es geht kein einfaches Gleis. Ich bin unglücklich. Web. Okay, dann furchtbar. Na, sieht doch hübsch aus, hier so hinten durchfahrend. Und dann öffnen wir jetzt einfach mal unser Krankenhaus, nachdem wir jetzt noch drei Ärzte eingestellt haben. Der verdient wenig Geld, das finde ich ein bisschen ungünstig. Das mit dem Nahrung ist halt irgendwie total irrelevant, dafür viel Müll da lassen ist halt eher unpraktisch. Wenig Essen auch egal. Weniger Erfahrung, zufriedenere Leute, gut, auch wenn es weniger Erfahrung ergibt. Und dann müssen wir kurz mal hier warten, bis die nächsten ankommen. Und wir öffnen einfach jetzt hier schon mal das Krankenhaus. The aperture dilates that life may happen further. Big kisses to you. I have the inclination to report our client to SR. What's SR, Heel? Sapient Resources, Mary. Their job is to look after the company's bottom line while manipulating employees into false comfort. Not to worry, you don't qualify for their services. Our first patients have just slopped in, carrying their own glowy little passengers. Amongst these first patients are some Visage. Ms. Orion has the details on these betentacled fellows. Right, dann hier neuer Call. Ah, the Visage! Most species have a hard time understanding their peculiar minds and visual language. But if you hang around them long enough, you'll just start to get it. They love windows and they love toilets. Windows, presumably, because they get to stare into the void with their luxurious eyes. And toilets? Well, we don't really know. They don't eat, so our best guess is that they just enjoy the lavatorial vibes. Okay, genau, hier gibt es doch noch ganz, ganz viel anderen Text. Ich finde ein bisschen unpraktisch, dass es autoscrollt, weil wenn ich jetzt den ersten Satz lesen will, ohne dass er mir abgeschnitten wird, sehr seltsam. Und hier ist irgendwas gerade abgeschnitten. Das, ja, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber ja, so ist halt.
Genau, Release ist erst in ein paar Tagen, das heißt, ist jetzt noch nicht so schlimm, das heißt, sie haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe das auch schon alles gemeldet. Komm hier, dann nehmen wir dich hier. Und hier, flinke Finger, schneller am Arbeiten. Sehr gut. Gewöhnliche Deko unzulänglich. Ja genau, also er ist jetzt auch, na, diese Leute sind jetzt unglücklich, weil jetzt hier so wenig Deko ist. Das heißt, wir müssen jetzt auch schauen, dass wir hier weitere Räume potenziell hinstellen oder, keine Ahnung. Genau, ich sehe jetzt nämlich auch schon, wir haben hier ein paar Leute, die haben verschiedene Krankheiten. Zum Beispiel hier die Weltrauminvasion. Da brauchen wir ein Hautlabor. Und genau, also hier, wir sehen auch schon direkt, wir brauchen eigentlich alle Räume wieder, alle Behandlungsräume. Das heißt, wir holen uns einfach hier direkt die Laserchirurgie. Die stellen wir einfach hier so hin. Ja, machen wir. Passt. Dann brauchen wir eine. Holen wir erstmal das Zentrifuge. Weiß es gerade gar nicht. Die können wir. Ja. Ich habe Zentrifuge gesagt und Hautlabor hingestellt, ne? Habe ich gemacht. Weil natürlich brauchen wir gerade für den einen Mensch, für den einen, was bist du nochmal? Du bist ein Tanky, genau. Nicht für den Tanky, für hier, die Tionai. Für die brauchen wir ein Hautlabor. Und wir brauchen weitere Ärzte. Hier weniger Schaden an Dings. Zusätzliche Erfahrung. Ja. Hier ein gut ausgebildeter Arzt. Auch gut. Hier Sweaty Mensch Person. Sweaty Mensch Person. Oder Sweaty Mensch Person. Ist auch so ein Name. Den hätte. Das ist so eine richtig schlechte Alien-Persona. Ein Alien, das sich irgendwie auf der Erde verstecken will und, wie heißt du? Sweaty Mensch-Person. Mhm, nicht auffällig. So. Genau, wir wollen außerdem, was mir gerade wieder auffällt, genau, die hier wollen, dass wir Toiletten bitte platzieren. Wir haben die Toiletten vergessen. Und wir brauchen definitiv, mehr Sitzbänke. Genau, wir sehen hier außerdem, da cool, es gibt so rumfliegende Wesen, die angelockt werden von besonders sauberen Böden und noch ein paar andere Faktoren, ich weiß gerade gar nicht mehr, das müsst ihr dann selber nochmal nachschauen. Und genau, die tauchen dann auf, die kann man dann zerklicken, das ist ganz witzig und bringt immer Geld, es bringt Crafting-Ressourcen und das andere weiß ich gerade gar nicht mehr, was das dritte sein soll. So. Ein bisschen schade, finde ich. Ich habe jetzt diese Sitzgruppe. Die habe ich auch ständig. Die habe ich mir halt abgeschaut von dieser Sitzgruppe. Aber die ist halt in beide Richtungen. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich es. Außerdem fehlt dann immer noch der Teppich und dann kann ich es genauso gut selber kurz bauen. Aber ich fände es halt cool, wenn ich mir auch solche Gruppen irgendwie so speichern könnte. Weil, ja. Weil eigentlich baue ich sogar dann auch so, dass dann hier so eine Zweiergruppe entsteht. Und dann verschiedene Pflanzen dazwischen liegen. Scroll, scroll, scroll. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach oben auf Pflanzen klicken können. Aber irgendwie gefühlt finde ich dann nie Teppich. Ja. Blind. Immer blind ist. Oh, ne? Noch mal ein paar Sitzgelegenheiten. Die müssen wir jetzt hier auch. Und ich fände es so cool, wenn ich jetzt einfach hier das so links drüber ziehen könnte. Und es dann dahin kopieren könnte. Das wäre mega. Aber nee. So. Genau, entweder könnt ihr mit R rotieren oder ihr drückt Shift. Und dann richtet sich das nach eurem Mauszeiger aus. Ist manchmal ein bisschen tricky. Manchmal wehrt es sich ein wenig. Liegt dann teilweise daran,
Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber es ist dann ein bisschen weird. Ah ja, so ist das manchmal. So, was fehlt mir noch? Genau, mir fehlt jetzt noch auch Essen. Ja, die Leute wollen in unserer... So, Essen und Trinken. Bringe ich hier sowas hin. Und dann bauen wir ihnen hier noch ein Traumarium. Ein räumiges Traumarium. Ein bisschen ungünstig. Dafür habe ich nicht so viel Platz. Wir müssen das jetzt irgendwie hier so reinbauen. Vielleicht kann ich aber die Ecke da hinten nutzen für meinen Personalraum, den ich nicht standardmäßig gebaut habe. Skandalös. Oh ja, dann. Das hier nur so ein kleiner Personalraum. Genau, ihr seht auch hier, für, ne, wie viel man an Sachen hinzufügen soll, damit man besonders geräumigen Raum hat. Ne? Wenn man irgendwie drei Felder mehr als nötig dranpackt, dann sagt das Spiel, ah, ein geräumiger Raum. Und dann gibt es Bonuspunkte für die Erholung, die Leute fühlen. Genau, außerdem noch so ein weiterer Pet-Peeve von mir. Ich kann Dinge nicht ordentlich allein, weil das hier, na, ich kann das nicht genau hinter den Sitz tun, weil das Ding irgendwie 3 breit ist, aber der Sitz ist 4 breit. Und das passiert mir so häufig und es ist so furchtbar und ich hätte es vielleicht euch nicht sagen sollen, vielleicht wäre es euch da nicht aufgefallen und dann wärt ihr zufrieden gewesen. Aber für mich ist es eines der schlimmsten Sachen an diesem Spiel. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum müsst ihr mich nur so foltern? Das tut doch keine Not. Das tut doch wirklich keine Not. Aber, so ist das Leben nun manchmal. Manchmal ist das halt etwas unpraktisch. Aber, nicht weiter beachten, einfach nicht drauf achten und dann wird alles wieder gut oder so ähnlich. Und dann bauen wir jetzt hier ein Teppich hin. Wir auch noch. Achso, ja, hier können wir gar keine Sitzbank hinstellen, weil das ist halt direkt im Wartebereich. Ja, dann jetzt hier ein paar wenig Sitzplätze. And the joy for their life now, which is now saved forever by you. And now they cannot die forever. Director, I fear we might have somewhat oversold the effectiveness of our treatments. So, genau. Außerdem beschwert sich ja jetzt jemand hier, dass wir nicht genügend weirde Deko haben. Es gibt hier noch diese spezielle Sachen, die weirde Deko. Die brauchen die Leute auch. Genau, die schalten wir auch nach und nach frei. Teilweise nehmen wir in dem Level dann irgendwie 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne schaffen. So. Okay. Aber das ist eigentlich gerade für alles, was wir hier haben. Haben wir einen Raum für? Ja, es fehlt nur die Projektilmedizin. Und dafür haben wir hoffentlich niemanden. Nee, ne? Das hier braucht ja auch. Genau, hier können wir noch mal schauen. Nee, aktuell brauchen wir keine Projektilmedizin, was gut ist, weil ich habe dafür gar keinen Platz. Ich meine, ich könnte einen der Räume dazu kaufen, aber die kostet mich gerade viel zu viel Geld. Ist einfach nicht drin. Oh ja, warte mal, ich sehe gerade außerdem, dass hier unsere Dings unglücklich darüber sind, dass wir keine Fenster haben. Das heißt, wir sagen jetzt hier auf Dr. Patient Confidentiality, scheißen wir drauf und sagen, guck mal, so werden Leute behandelt. Was ist denn hier noch nicht möglich? Achso, ja, okay.
Machen wir hier so ein kleineres Guckloch. Einfach damit alle was zu sehen haben. Einfach so ein Blick hinter die Kulissen, weißt du? Soll ja keiner sagen, wir hätten hier Geheimnisse oder so. Was ein bisschen unpraktisch für unsere Patienten ist. Aber ja, passiert. So, Wartezeit kritisch. Okay, das heißt, eigentlich sollten wir hier vielleicht einfach. Warte mal. Was ist denn die Wartezeit, wenn ich gerade sehe? Das hier ist der 1. Oh ja, die Wartezeit ist ein bisschen kritisch. Lass mal diesen Raum kopieren. Dann einfach nochmal hier auch so hinstellen. Es ist ein bisschen ungünstig, vor allem, weil wir, glaube ich, unser Fensterlager wieder zerstört haben. Aber ja, so ist manchmal. Und genau, jetzt kann es weitergehen. Haben wir ja noch Ärzte dafür? Ich glaube, wir brauchen einen weiteren Arzt dafür. Genau, den Psychopathen lehnen wir ab. Dafür gibt es übrigens ein Achievement. Sorry für den Spoiler. Agnes, passt schon. Lehnen wir ab. Brauchen wir nicht. Hier ist ein fliegendes Geld. Auch sehr gut. Euch hier. Weltraumwarzen. Genau, by the way, auf Englisch heißt das Space Wards. Und das ist. Oder nee, Star Wards, genau. Und damit ist irgendwie der Wortwitz sehr viel besser als. Was wir hier haben. Ah ja. Pain removed. Blessings to you. And small presence afforded now. Schön, sie geben uns Geld, das finde ich sehr gut. 30.000. Damit könnten. Ja, genau. Director, I don't know what we're doing here and I'm starting to panic. I'll book us tickets on a tanky liner, just in case we need to abandon the proverbial ship. Okay, eventuell können wir uns jetzt mal ein neues Ding holen. Wir haben hier außerdem auch diesen wunderbaren Händler, der regelmäßig vorbeikommt und uns Dinge anbietet, wie zum Beispiel hier ein Reinigkeitshub. Der reinigt automatisch Dinge. Wir können außerdem weitere Bots kaufen. Dafür haben wir halt leider aber kein Geld. Deswegen nehmen wir nur sein kostenfreies Ding und stellen hier einen neuen Bot hin. So, außerdem hätten wir hier noch einen Holo-Arzt. Bitte. Ich würde sagen, stellen jetzt einfach mal den hier so rein. Das heißt, hier brauchen wir dann keinen Arzt mehr. Wird einfach ersetzt durch so einen Holo-Arzt und dann kann ununterbrochen dort jemanden in Behandlung sein. So, by the way, wer Startopia gespielt hat, ich finde auch der fliegende Händler ist so eine Referenz darauf, weil auch der wieder die so eine, also ungefähr vom Look ähnlich ist und vom Klang der Stimme ist auch ähnlich gewählt. Und ich finde es sehr, sehr schön. The photo nymphs that have been extracted from those patients, we're gonna use them to make some photo fertilizer. Here we'll give you the details. I will. Ah, yes. Yes, of course I will. Director, according to these schematics, the photonymphs need to be loaded into canisters by our wonderful parasitology demons. Once the canisters are adequately prepared, they'll be dispatched down to the farm to achieve a rejuvenation of the vegetables. I'm not entirely clear how, but that's the plan. Given the large volume of incoming canisters, you may want to prioritize them in specific rooms. To do this, select a room and then add canisters as a condition priority. You can use this to keep canisters to a specific part of the hospital, or just generally make them feel more important.
Director, I recommend assigning our canisters as the priority in some of our parasitology rooms. This will ensure that they're seen to as rapidly as possible. Select one of the rooms to set this up. Na gut, genau, ich bin jetzt übrigens in Mission 4. Genau, das heißt, ich habe noch längst nicht alles gesehen, noch längst nicht alles gespielt. Ich habe jetzt erst gestern angefangen zu zocken. Hab aber seitdem sehr viel Spaß. Wir sind jetzt mittlerweile bei irgendwie ein paar Stunden. Irgendwie so 8-9 Stunden, die ich bisher schon gespielt habe. Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist, es ist halt im Gameplay dann, und ich glaube, das Problem hat halt auch, ich wollte eigentlich nicht am Raum arbeiten, sorry. Es hat ein ähnliches Problem, das ich auch bei Two Point Hospital habe. Es ist, das Gameplay ist sehr samey, also... Heal, the fertilizer stuff is working. The veggies are looking way, way better. Also, I think I heard one of the canisters reading out nuclear codes while they were on their way to the ambulance. Oh, I'm sure they're for a country which no longer exists. Nothing to be concerned about, Maddie. Are you sure? Not in the slightest. Es passiert halt nicht viel anders, ne? Es ist halt immer okay. Jede Krankheit wird eigentlich gleich behandelt. Ich brauche einen Raum für, dafür brauche ich einen Arzt für und that's it. Ich muss überall Deko hinbauen. Ich kann mir Deko aussuchen. Also wirklich groß anders ist halt nichts. Ich weiß nicht. Das ist noch ein bisschen schade und ich weiß nicht, ob das irgendwie behebbar ist. Ne? Also irgendwie sinnvoll. Naja. Aber ich meine, es macht trotzdem Spaß. Es ist halt. Es ist vielleicht so ein Ding, dass man, wenn man auch vielleicht Two Point Hospital gespielt hat, dann sich halt merken muss, dass das Gameplay halt eher so entspannt wird. Ich meine, ich habe jetzt bisher auch, glaube ich, keinen Schwierigkeitsgrad gesehen, den ich irgendwie ändern kann. Ich kann es nochmal kurz in die Optionen angeschauen. Die Optionen, haben wir Schwierigkeitsgrad? Nee, ne? Ich kann aber eine Switch-Integration hier haben. Und damit können halt zumindest die ZuschauerInnen als Patienten auftauchen und Leute, die sogar abonnieren, die sind dann die Ärzte. Und das ist doch nett. So, ne, wenn wir es dann live im Streamer spielen, dann könnt ihr auch Teil dieser Runde sein. Ich kann natürlich aber auch, glaube ich, hier die Leute umbenennen. Nee, nicht. Auch nicht. Skandalös. Das ist noch ein bisschen schade, dass ich das nicht auch kann. Das fänd ich irgendwie cool, wenn ich das könnte. Weitere Kanister. Genau, und hier seht ihr, wie damit umgegangen wird. Da unten werden. Es ist alles schön animiert und es ist witzig gemacht. Lebt da drin. Okay. Na, hier, wir haben hier dieses Riesending, das irgendwie die Leute halber auffrisst. Warte, wir können jetzt auch mal einen Zusatz hier bauen. Ah, komm, hier. Ist weg. Und dann können wir hier mal noch den Projektilmedizin bauen. So. Gehen wir hier hin. Ist ein bisschen größerer Raum. Aber. So, bestätigen. Ist das stimmt, wir hätten da so ein Fenster reinbauen können. Komm, hier bauen wir noch so ein. Zwei große Fenster rein, damit man ordentlich da reinschauen kann. Und dann bauen wir auch hier Warträume davor, so Sitzbänke zum Warten hin. Da ja keiner sagen, dass wir hier rumgeizen würden. Und auch natürlich hier ein paar Toiletten hin, damit unsere neuen Gäste besonders glücklich sind. Mülleimer daneben. Ne, wir brauchen auf die andere Seite. Und dann bauen wir Pflanzen. Jetzt haben wir dasselbe.
Noch, bin ich noch was anderes freigeschaltet? Anscheinend nein. Und Teppich. Genau, wir können auch die Teppichfarbe einstellen, manuell, aber Band eigentlich passt gerade sehr gut. Achso, drüben hätte ich natürlich auch Teppiche hinstellen können. Das wäre vielleicht gut gewesen. So, Deko-technisch. Können wir jetzt mal sehen. Außerdem habe ich ja gerade wohl noch gesehen, dass wir hier Teleporter hinstellen können. Und dann können wir hier mal Waterpads hinstellen, damit Leute schneller von A nach B kommen. Und das Gute ist, wie, ja, ne? Jeder Teleporter ist mit jedem verbunden. With love for you. Yes, and we love you too, tentacle person, for wholly contractual and platonic reasons. Patience incoming, director. Given the materials crusting up their eyes, I'd say it looks like a job for laser surgery. Alright, alright. So, na, hier kommen noch ein paar andere. Hier, der hier hat die Bewegungskrankheit, deswegen ist das super blurry. Sie hier, ein bisschen... Lisa, die feste Große. Hier nochmal die Weltraumphobie. Genau, die brauchen ein Traumatorium, wo sie dann von einer Sentient-Muschel ausgelutscht werden. Der hier hört die Stimme, weswegen er sich technisch upgradet und augmentiert. Metal-Schädel oder Metallschädel. Der hat hier einen Schädelbasisbruch. Der hier ist. Und hat eine Gelierung. Der hier hat Hypererfrierung. Hyperschlafverkrustung. Und der, ah genau, hier ist ein Photon, ein, das sieht so ein bisschen wie Alien aus. Also da, genau, Aroma Borealis hat eine wunderbare Stinkwolke um sich rum, die sehr hübsch aussieht. Es ist alles sehr, 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 sehr cool irgendwie dargestellt. Aber der Unterschied zwischen den verschiedenen Krankheiten ist halt sehr anders. Sehr, sehr, sehr non-existent. So. Genau. Der Holo-Arzt mit, das ist eigentlich echt schlecht, weil unsere Ärzte werden sehr viel schnell besser. Also was der Holo-Arzt kann. So, da kommen jetzt noch mehr Leute raus. Und mir fällt gerade auf, ich habe, glaube ich, viel zu wenig von der weirden Deko überall. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen hier was hinstellen. Nee, komm, wir stellen das hier dahin, damit es nicht so im Weg steht. Wir können hier nochmal ein paar Toiletten hinstellen für die. Ja. So ein kleiner Spasm. Hier mal eine Toilette hin. Und hier natürlich noch nach den Filtern schauen, ob denn hier überall genügend Toiletten existieren. Und hier sehen wir auch schon Person unglücklich, weil zu wenig Sitzraum. So. Ja. Komm. In der Bank hin. Huch. Wurde da gerade ein Alien entführt? Einfach wegteleportiert? Okay. So, haben wir denn eigentlich genügend Ärzte? Warte mal, wie viele Behandlungsräume haben wir? Wir haben 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir sollten vielleicht nochmal einen Personalraum bauen. Also vor allem, weil der da drüben schon sehr, sehr klein ist. Ich glaube, ich habe irgendwo auch gelesen, so Moment mal, der Personalraum ist aber sehr klein. So, bauen wir hier noch. Geräumigen Personalraum. Ja, da passt er nicht so wirklich rein.
Ich bin hier so hin. Hier ist ein Bereich ohne Deko. Ja, hast du recht. Hab ich hier hinstellen. Hab ich gerade vom Hinstellen gesagt. Ja, haben wir hier so diese drei Reise. Und auch hier ist es wieder, ne? Die sind irgendwie genau falsch. Die Tür ist irgendwie 7 breit und das Ding ist 6 breit. Es ist furchtbar. Ich bin sehr unglücklich. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Aber ja. Irgendwas habe ich gemacht. Ist das irgendwie eins zu viel weg? Okay, das sind zwei dazwischen. Irgendwie wirkt das weiter entfernt, vermutlich wegen dem Nibbel. Naja. So. Eine Sorge weg. Nahrung. So, genau, und weil ja dieser Dings hier so Dingsbegriffsschutzig ist, könnten wir mal. Was? Wir haben den wir haben den Schulungsraum nicht gespeichert gehabt. Das ist ja unpraktisch. Ich glaube, ich muss den so bauen. Hier zwei Stationen bauen können. So. Hier noch Deko hin. Was ist das hier? Und wir brauchen auch Fenster. Hier wieder Fenster. Guck, so schulen wir unsere Leute. Und dann hängen wir noch so ein paar, komm hier, ein Anatomie-Poster auf. Ne? So sieht der Müll. So sieht das aus. Hier, so ist Haut aufgebaut und das Gehirn. Und genau, und damit. Aber ein wunderschöner Schulungsraum, den wir jetzt echt mal speichern könnten. Was, geräumig für zwei? Ich hatte doch eine? Ach so, ja, ich bin blöd. Die Null dahinter, die stand nur dafür, dass. Ja, okay. Wir könnten also absolut hier noch einen Forschungsraum hinstellen. Ja. So. Dann bauen wir hier auch einen Forschungsraum hin. Hier wieder Geld. Genau, und in 10 Minuten, wenn wir bis dahin nicht irgendwie was geschickt haben. I'm making experimental updates to your AI. Is that normal? Yes, Millie. With the overhauls your network has had over the last decade, it's like a bowl of spaghetti in there. Don't worry, I'll sort you out. Also stimmt, wir können auch mal noch unsere Ärzte anfordern. Unsere Fachärzte, die wir über die letzten zwei Missionen bekommen haben. Und die jetzt besonders toll sind. Also, ne, wir können zum Beispiel. Gehen wir drauf. Über die Level hinweg anscheinend auch. Bekommt sie Ansehen. Kann das Ansehen ansammeln. Und dann in ihrem Skilltree. Bis zu 10 Level aufsteigen. Und damit besser und besser werden. Finde ich sehr, sehr cool. Ah. So. Genau. Der hier hat mittlerweile genug Erfahrung gesammelt. Der darf in der Knochenkammer dann auch festbleiben. So. Locken wir mal rein. Damit er dort als Level 6As oder so arbeitet. No. Es wäre nur praktisch, wenn wir irgendwie
So, genau, hier ist noch einer von diesen anderen. Ein Craftling. Den können wir sammeln. Dann bekommen wir 50 Craftium. Und Craftium wiederum können wir dann einsetzen, um hier Upgrades zu bauen oder auch solche Schädlingsfallen bzw. Telepads und Subportale. Und da sehen wir unten hier das Craftium. Genau, dafür ist das da. Wir müssen das auch in jedem Level neu sammeln. Das leider nicht vom anderen mitnehmen. Ja, auch viel zu imbar, weil man bekommt wirklich massig genug. Also, das... Not at all the case, Smelly. They're simply growing larger on account of our director's immaculate performance. Well, we've taken significant structural damage from the impact of tractor-sized tomatoes. Egg on my face, I suppose. Ja, ja. Aber ja, genau, und wenn es halt mal läuft, muss ich eigentlich fast nichts machen. Ich kann noch neue Ärzte und neue Dings hinzufügen. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier zum Beispiel der Laserraum. Der ist ist überfüllt. Dann bauen wir einfach hier einen zweiten hin. So. Und damit das natürlich total praktisch ist, dass irgendwie Leute, die zur Laserchirurgie müssen, können wir auch noch sagen, okay, wir bewegen den Raum, stellen ihn neben den anderen. Dann ist das nicht so ein... Aber was machen wir denn jetzt? So. Stattdessen... Hast du denn was? Mal 4 oder so? Warum muss ein 3x4-Raum? Hm, weiß nicht. Mir gerade nicht so vor. Hm. Das 4x4. Der hier ist 3x4. Immer so ein Traumarium, oder? No. Passt perfekt. Wir sind zumindest schon mal im selben Bereich vom Ausbilder. Ja, der ist 1, 2, 3, 4, 5 lang. Der ist jetzt außerdem schon länger am Arbeiten. Hat ein Kalkauge. Das sieht schon schlimm aus. Alright. Außerdem Warteräume. Mehr Wartebereiche. Teppich hier drunter. Jetzt ein Stück nach vorne. Schauen wir hier. Sonnenblumen dahinter. Und ich könnte euch jetzt vermutlich noch genauso weitergehen, ganz viel davon zeigen. Ich muss es zugeben, ich wollte gerade sagen, aber ich kann es ja mal jetzt noch ein bisschen schneller stellen. Und dann habe ich gemerkt, es ist schon schneller. Ja. Das weiß ich nicht. Na, ihr seht aber, es gibt eine deutsche Loka davon. Ja, ihr seht hier auch schon Belohnungen, die wir bekommen, wenn wir es mit 3 Sternen bzw. 4 Sternen oder 5 Sternen abschließen. Die Belohnung sind Skins und dann können wir zum Beispiel hier dann bei dem Medibot zum Beispiel einstellen, okay, der soll jetzt bitte als Knochenkammer in der Gegend rumlaufen und dann sieht er ein bisschen anders aus und zwar so ein bisschen wie unsere Knochenkammer und das dann schon irgendwie niedlich. Für unsere Ärzte können wir das auch machen, also unsere Fachärzte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier zu Twiggy Pop gehen, die kann zum Beispiel als Skin hier 3 verschiedene noch bekommen. Und das sieht dann eigentlich ganz cool aus. Also, genau, sie ist eigentlich Music Artist und hat aber gemerkt, nachdem wir sie behandelt haben, dass es doch wieder cool wäre, mal Arzt zu sein und nicht weiter nur Musikant.
Künstler. Genau. Also, ja. Weiß nicht, es ist schon sehr, sehr nett gebaut. Und ich habe Spaß daran. Ich bin noch gespannt, wie viel es halt Spaß machen wird, wenn dann jetzt hier, keine Ahnung, wir das zum noch in ein paar Stunden spielen werden. Aber ja, bisher habe ich eine gute Zeit damit. Mich definitiv nicht beschweren. So, wir haben jetzt hier aber noch, wie ihr seht, so ein paar kleine Visual Bugs. Die meisten Sachen, die ich gesehen habe, waren jetzt bisher Visual Bugs. Es gab noch keinen Crash, es gab noch nichts, was ich wirklich sagte, so, oh, das ist jetzt aber kritisch. Und genau. Von daher ist sehr, sehr, sehr gut. So. Genau, und dann wollte ich euch jetzt, ich meine, wir haben jetzt hier vieles gezeigt, wie ihr gesehen. Ich würde euch gerne noch ein kleines Easter Egg zeigen, weil wenn man mit den ganzen verschiedenen Aliens dann auch sich gut stellt, dann bekommt man dort Ansehen mit denen und dann bekommt man ebenfalls Belohnungen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mit den Tionai sich gut stellt, dann bekommt man neue Pflanzen oder neue Statuen. Oder eben bei den Odes, da gibt es am Ende diesen Ode Energie Kollektor. Und falls ihr euch so denkt, so, oh wait, der kommt mir doch bekannt vor. Ja, es sieht für mich sehr nach dem Startopia, also Original Startopia Energie Collector aus. Und insgesamt hat, wie gesagt, das Spiel auch so voll den Vibe davon. Deswegen, ich freue mich, dass da irgendwie so ein bisschen dieses Easter Egg mit eingebaut wurde. Und mit den ganzen anderen Sachen, die ich, wie gesagt, mitbekommen habe, ist da jetzt auch hier der Händler, der ähnlich klingt und so. Aber damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was ihr weiter in die Game sehen wollt, ständig und immer wieder, dann definitiv hier abonnieren. Und dann sehen wir uns bis bald. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, unten in der Beschreibung gibt es den Link dazu. Und ansonsten, schönen Tag euch. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen, lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.